Ja, schönes Wetter heute. Oder Rucksack? Ja, schönes Wetter. Ne, Rucksack, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Und dir? Ja, mir geht's auch ganz gut. Dieser Moment, wenn man an einer Ampel Smalltalk mit seinem Rucksack hält. Lel. Weitere Worte Vlog? Alter, das gibt's einfach nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Sicht ist von der Kamera. Wahrscheinlich seht ihr gar nichts von dem, was eigentlich gerade abgeht. Aber ich habe, ich fahre gerade zu Luisa. Ich bin gerade auf dem Weg zu Luisa. Und ich bin, weil ich muss ein paar Sachen mit, ich muss meine Textilsache mitnehmen, weil ich morgen noch einmal nach Gütersloh muss und so. Und da ziehe ich meine Textilsachen an und ich habe so viel Zeug, was ich zu Luisa mitnehmen muss. Und ich hatte keine Lust, mit dem Auto zu fahren. Jetzt bin ich einfach mal radikal überladen. Ich habe hinten eine große Sporttasche, habe ich hinten drauf geladen, auf den Rücken. Und dann habe ich vor der Brust, habe ich noch einen Rucksack radikal voll beladen. Ja, das sieht dementsprechend affig aus. Ich werde zusehen, dass ich noch ein Bild davon mache. Da würde ich das an dieser Stelle gerade mal hier einblenden. Auf jeden Fall bekomme ich dadurch, glaube ich, den ein oder anderen Blick. Vorhin habe ich leider noch nicht aufgenommen. Bin ich durch Borkholzhausen, durch die Stadt gefahren da. Und dann, einer hört nur Motorrad, dreht sich um, guckt wieder weg. Dann dreht sich wieder um und guckt mich so fragend an. So, hä, was ist mit dem falsch? Auf jeden Fall muss ich jetzt ein paar Kilometer so fahren mit dem voll beladenen Motorrad. Ich habe leider kein Spannnetz gefunden, um irgendwas hinten auf die Soziusbank drauf zu machen. Das ist ein bisschen mies. Aber ich weiß jetzt gar nicht, worüber ich weiter quatschen soll. Ich schaue einfach mal, dass ich irgendwie so ein bisschen was zusammenschneide. Naja, das wird bestimmt witzig, die ganzen Blicke, die ich bekomme. Viel Spaß! Alter, ey, ich werde gleich. Vor allem, ich muss gerade überlegen, wenn gleich. Ich treffe mich mit Luisa in Warendorf. Und wenn Luisa mich gleich so sieht, sie weiß halt nicht, dass ich so überladen bin, ne? Wenn sie mich gleich so sieht, sie wird einen Lachanfall des Todes bekommen. Und ihre Eltern sind auch mit von der Partie. Alter, der fette Filterboy ist am Start. Ich sehe einfach so beschissen aus. Ich habe mich noch nie so hässlich gefühlt auf dem Motorrad. Noch nie. Mich guckt aber jeder an. Jeder, der mich sieht, denkt sich so, was ist das für ein Spinner? Die Tasche hängt hier irgendwie so ein bisschen auf 7:30. Aber keine Sorge, Leute. Die ist um meine Taille untenrum festgemacht. Die bleibt also. Und meine Arme sind zwischen den Schlaufen so durch. Ich stehe halt voll im Wind, ne? Ich kann mich kein Stück auf den Tank legen, weil da der Rucksack ist. Ich sitze wie so eine Schwuchtel sitze ich auf dem Motorrad. Und da soll mal einer sagen, auf einer Supersportler bekommt man nicht viele Sachen mit. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe gerade so viel Platz, da könnte ich 2 Wochen verreisen. Aber ich schaue, dass ich nicht so groß über 100 fahre, weil ich dem Ganzen ja dann doch nicht so vertraue. Ich warte ja noch darauf, dass irgendwer an der Ampel steht und neben mir guckt und macht ein Bild von mir. Darauf warte ich noch. Ich werde sogar gegrüßt von der 125er. Obwohl ich so beschissen aussehe. Alter, ey. Ich möchte nicht wissen, was die Leute jetzt gerade von mir denken, die mich so sehen. Also ich merke auf jeden Fall, wie dieses schwere Gewicht hinten am Rücken, das geht gut auf den Rücken. Also
eigentlich nicht so für weite Touren gedacht, glaube ich. Und ich fahre jetzt zu Luisa immer 100 Kilometer hin, ne? Ja, gut. Der LKW-Fahrer hat mich angeguckt, der ist echt behindert. Okay, vielleicht bin ich das auch ein bisschen. Aber man muss ja eins sagen, ne? Ich glaube, im Falle eines Unfalls an Airbags wird es mir nicht, also da wird es mir nicht fehlen. Da bin ich gut abgepolstert. Ich habe nur ein bisschen Angriffsfläche von der Seite. Ansonsten bin ich safe. Safe mit den Airbags des Todes. Ich frage mich ja, wenn die Polizei mir entgegenkommt oder so, ob die mich deswegen anschnauzen. Das würde ich mal interessieren. Wahrscheinlich ist das alles voll illegal, wie ich gerade hier rumfahre. Juckt mich nicht! Das ist einfach mal ein Motorradfahren unter erschwerten Bedingungen. Dieses komplette Fahrverhalten ist gerade, hat nichts mehr mit Motorradfahren zu tun irgendwie hier gerade. Also nee. Und ich glaube auch die Windgeräusche, diese müssten auf jeden Fall etwas sehr krass sein, weil ich meinen Kopf nicht nach unten neigen kann, so wirklich doll. Ich sehe jetzt schon in den Kommentaren, wie ich gehatet werde dafür. Das ist gefährlich so zu fahren. Ja gut, ich hatte keine andere Wahl, ne? Es musste kommen, wie es kommen musste. Alter, diese ganzen Leute gucken. Die ganzen Autofahrer gucken mich einfach so beschissen an, ey. Das ist so. Ich weiß, ich habe das schon 20.000 Mal jetzt gesagt, aber die gucken mich trotzdem alle. Ja, die Frau geht einmal einen Schritt zurück, ne? Wenn der hässliche Yamako kommt, ja, kannst rübergehen, Mann. Das ist Zebrastreifen, du Bitch. Da wäre jeder angehalten. Aber wenn sie nicht rüber geht, dann geht sie nicht rüber. Oh, nee. Fahr da nicht raus. Hab man hoffentlich gesehen, dass der da gerade einmal schon Gas geben wollte und da rausziehen wollte. Oh, die Bullen, oh, die Bullen, oh, die Bullen, oh, die Bullen. Die machen nichts. Alter Scheiß, die war dann. Da kommen mir dann zufällig auch noch die Bullen entgegen. Das war klar, dass das so kommen musste, ne? Aber scheinen ja nicht umzudrehen oder so, ne? Ich hab voll Schiss. Ja gut, hab ich gesagt, dass ich Rucksack vor der Brust habe und dann noch eine Sporttasche auf dem Rücken. Alter, mein Rücken tut so weh. Puh. Ja, fahr du mal lieber da rein. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Ich sehe doch gar nicht so weh das aus. Ja, schönes Wetter heute. Oder Rucksack? Ja, schönes Wetter. Ne, Rucksack, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Und dir? Ja, mir geht's auch ganz gut. Dieser Moment, wenn man an einer Ampel Smalltalk mit seinem Rucksack hält. Lel. Was geht, Bruder? Okay, grüß mich halt nicht. Nee. Ich fange langsam an zu bezweifeln, dass das so gut für den Rücken ist. Ich meine, R1 fahren ist schon nicht bequem, da gebe ich ja zu. Aber mit dem Rucksack fahren ist ja schon nicht bequem, ne? Aber so wie ich gerade fahre, das setzt auf jeden Fall nochmal 20-fach einen drauf. Ich weiß, wer morgen Rückenschmerzen hat. Und ich weiß auch, wen Luisa morgen massiert und nachher noch massieren darf. So, ich bin jetzt gleich bei den Meckes. Ich bin aber echt auf die Reaktion von Luisa gespannt, ey. Bin ich echt gespannt. So, muss man hier schon rein? Ich glaube, ja. Ja, man muss hier schon rein. Aber noch einen Vorteil hat das ja mit dem Rucksack und allem drum und dran. Kalt ist mir auf jeden Fall nicht. Mir ist gut warm. Oh, Alter. Ist das wieder unbequem. Nimmt die Kamera auf? Ja, nimmt auf. Ich bin jetzt gerade, hab gewartet, kam niemand. Wurde gerade von Luisa angerufen. Ihr Vater, sein Motorrad ist ausgegangen und hat, keine Ahnung, eine Panne und geht nicht mehr an. Heißt für mich, ich muss da jetzt hin. Und das liegt wohl hier auf dem Weg. Wie sie guckt. Und da sagt mal einer auf einer Supersportler, bekommt man nicht viel Zeug mit. Ja,
Hallo Doppelsack! Boah, das ist gar nicht so bequem, wie es aussieht. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn das der Fall ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, das wäre super geil. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Motovlog. Tschüssi!